Also ich war sehr geschockt gestern Abend, als ich das gehört habe. Und ja, ich musste also tatsächlich auch gleich an den 11. September auch tatsächlich denken. Und also ich finde es schon sehr schockierend, dass es doch eigentlich so dicht da dran ist an uns. Und ja, also ich finde, man läuft auch ein bisschen anders so durch die Stadt. Ehrlich gesagt habe ich gedacht, schon wieder. Ich war ziemlich ja, nicht geschockt, aber ich musste denken, es passiert schon wieder sowas. Also das ist ein bisschen etwas, das sich immer wieder wiederholt, also diese Omnipräsenz von dieser Bedrohung. Es kann überall passieren, es ist nicht verhinderbar. Ich finde es grauenhaft. Man traut sich ja kaum noch vor die Tür. Kann ja jeden Tag auch hier passieren. Im Augenblick ist das erstmal sehr schlecht, aber ich habe die Befürchtung mit dem ganzen Flüchtlingsstrom, dass dann noch einiges auf uns zukommt. Denn man weiß ja nicht, ob da auch welche dabei sind. Man hat ja auch seine Familien hier oder seine Kinder. So, also stellen Sie mal vor, Sie gehen jetzt hier, wir stehen jetzt hier vor dem Mercado in Altona, Ottensen. Und Ihre Eltern gehen mit ihren Mann und Kinder irgendwie einkaufen und denken an nichts Böses. Vor Weihnachtszeit ist jetzt angesagt und auf einmal gibt es eine Sprengung. Und dann hören sie auf einmal, kommen von der Arbeitsplatz, ja, tut mir leid, ihre Familie ist nicht mehr da. Überhaupt nicht irritieren lassen. Also auf jeden Fall nicht, dass mein Leben sich dadurch verändert. Ich würde das erst recht jetzt auf alle möglichen Veranstaltungen gehen und sagen, ihr werdet uns nicht beeinflussen dadurch. Im Gegenteil wahrscheinlich. Wir rücken näher zusammen, genauso wie ihr es wahrscheinlich auch mal. Also so wie die auf der anderen Seite das auch machen, sich stärker solidarisieren und zusammenrücken für ihre Rechte